Oh, das ist deren Alternative, ne, was in der Hamburg die Hafen City ist. Ist das für die? Mal, was hier da, was da los ist. Naja, was meinst du, was jetzt am Übersee, an der Hafen City Universität los ist? So. Ja, aber wir wohnen hier und nicht da. Da müssen wir das hier vorlieb nehmen. Ja. Immerhin haben wir hier schöne Auslauf. Ohne als diesen Straßenverkehr, den wir immer beklagt haben. Gerade immer gleich wieder mit dem Fahrrad. Herr Lienthal hat das mal gemacht, wenn es sich angeboten hat. Ist er, als Schüler ist er mit dem Fahrrad gefahren durch Hamburg. Ne, also nicht an den Hauptstraßen natürlich nicht, aber in den Nebenstraßen, sagt er. In der Uhlenhorst zum Beispiel, bei der Uhlandstraße da, wo die U3 fährt, kann man sehr gut Fahrrad fahren. Das ist die Uhlenhorst. Das ist auch ein teurer Stadtteil. Das ist da in der Nähe von der Hamburger Meile. Nicht direkt da, aber in der Nähe davon. Nicht weit weg. Der grenzt an die Uhlenhorst, grenzt daran an. Als Stadtteil. Da haben wir mal. Da haben wir uns eine Firma angeguckt. Da haben wir uns eine Firma angeguckt. In der Uhlenhorst. Das Besondere da sind die alten Häuser. Wir steigen da mal aus an der Uhlenstraße. Das ist nicht weit vom Bahnhof. Das sind vier. Warte mal, Berliner Tor, nee, drei Stationen vom Bahnhof. Also insofern ist das kein Thema. Da fahren und dann gehe ich mit dir mal durch die Nebenstraßen, dann wirst du, das ist eine ganz, ganz schöne Wohngegend, ist das. Sehr schön. Da wirst du nichts kriegen. Nee, weil das, nein, es ist natürlich teuer. Deswegen ist es ja auch schön, da zu wohnen. Und ich kann dir auch sagen, warum, weil du da direkten Blick auf die Alster nicht, aber auf den Nebenfluss, Armfluss, Nebenarm da hast. Auf dem Isebeck-Kanal, so jetzt habe ich's, guckst du dann. Fahren wir weiter? Ja.